haben wir eine Schriftrolle von dem Opi, ein Medaillon. Holzpuppe haben wir. So, gerahmtes Bild. Yin-Yang können wir alles noch nicht finden. Gewicht. Ein Telefon. Weizen. Maske. Pistole. Yin-Yang, Hammer. Schere. Brief. Kommt und geht. So, der Brief ist gerade weg. Der ist jetzt links. Neben den Kerzen rechts. Da kommt er. Ja, da ist er. So, Gewicht. Okay. Telefon. So. Telefon. Hast du ein Telefon? Ich habe ein Telefon. Achso. Ein Telefon. Hast du Maske? Habe ich Maske. Schere. Hast du Eichel? Nein, habe ich Dings. Männchen. Ah. Hast du Männchen drin? Du? Kommt raus. Gerahmtes Bild. Dekoration. Es ist zu dunkel. Dann nehmen wir die Streichhölzer. Machen ein Streichholz an. Sehr schön. Licht haben das. Da ist die Eichel. Ein Sonne. Ein Pistole. Ich sehe da irgendwie. Und bin ich da. Das Gewicht ist in der kaputten Flasche. Ja, dann Schere. Wo ist er? Ich habe Schere. Ein Weizen. Weizen. Wo haben wir ein? Was meinen die mit Weizen? Ganzen Büschel oder? Nee, nur so ein bisschen Gerste hier, siehst du? Achso, ja, gut. Sehr schön. Ich wundere, dass ich kaum schreibe, hab nebenbei zu tun. Ausarbeit macht man immer abends. Viel Erfolg beim Tut-Tut-Tun. Tut-Tut-Tun. Ach, das ist der Fahrstuhl. Tut-Tut-Tun. Denn Tuten wir tun, Tut-Tut-Tun. Mhm. Muss ich da auch eigentlich rein? Nein, ist nicht zu. Was wächst denn da raus? Was haben wir denn? Wo, da oben bei dem? Ja, generell an den Treppen. So Lianen. Ja, oder einfach nur extrem lange Wurzeln. Oder so, Gedärme. Eine Maske. Was brauchen wir die Maske? Wir haben einen Generator, einen Schlüssel. Haben wir irgendwo einen Schlüssel gebraucht? Schlüssel gebraucht. Ein Rohr. Hammer. Hier braucht noch irgendwas für den Schleifstein? Ja. Nutzen. Hier ist aber auch nichts mehr. Hier haben wir noch irgendwas. Zeitung. Kannst du dem den Schlauch in den Mund schieben und den wiederbeleben? Oh mein Gott, was ist passiert? Ich habe es noch nie gesehen. Dann habe ich schon probiert. Das funktioniert nicht. Hier hat man Schleifstein. Werkzeug schleifen. Ja, Hammer braucht man nicht schleifen. Ich wüsste nicht, was ich da schleife. Das ist ja vor allem die Maske. Ja. Jetzt bräuchte ich mir eine Maske. Willst du eine Maske? 5 Euro. Kriegst du eine Maske? 5 Euro. Überlegen gut. Eine Maske haben, dann tun sie die Augen weh. Bei Bauen war auch nichts mehr. Man muss ja immer wieder gucken, wenn du hast jetzt irgendwas, was du dann irgendwo brauchst. Hier sieht es so aus, als wenn bei dem Astloch irgendwie ein Schlüsselloch wäre, aber da ist nichts. Ja. Maske. Überlege ich gerade, braucht man einen Schlüssel? Ich überlege wohl die ganze Zeit, die haben doch gar kein Schloss mehr gehabt. Hier hast du einen Bretterverschlag. Aber was so. Hier hätte ich gedacht, aber auch nicht. Noch weiter zurück? Bei dem Totengräber war da noch. Ah, guck mal, der ist fertig. Ja, der ist fertig. Mit der Zeit. Hat lange gedauert. Aber hier ist auch nichts mehr. Sonst. Kann ja auch immer sein, dass sich was verändert, ne?
Ich guck schon ein bisschen. Ist da in der Mitte Werkzeug drin? Das haben wir schon rausgeholt, da hat man den Schraubenzieher. Okay, okay. Ja, hier hat sich wirklich nichts geändert, hier ist alles noch gleich. Haben wir irgendwo was übersehen? So, hier nochmal gucken. Ja, der Bulle, der ist weg. Haben wir die Ruine. Ich finde hier oben den Engel cool. So, dann haben wir den alten Brunnen. Da haben wir die Säure hergeholt, aber doch nichts weiter. Dann haben wir noch die Kirchenruinen. Da ist auch nichts. Hier haben wir nichts mehr. Was war bei der Statue ein zurück nochmal? Hier? Nee, in der Mitte das Ding. Das hier. Da war auch nichts mehr, ne? Da kommen wir hierher. Ach so, okay. Da kommen wir hierher, aber hier fehlt ja. Wo ist das jetzt her? Na sowas. Das ist doch noch was. Na sowas. Als die Menschen noch an Dämonen glaubten, beschützten Amulette die Menschen vor dem Bösen. Ein spezielles Amulett, das auch Dämonenbezwinger genannt wurde, ist das mächtigste dieser Amulette. Oh, das brauche ich. Bestellt mir das jemand auf eBay? Das kostet bestimmt noch gar nicht so viel. Dämonenbezwinger-Amulett. Ja, deshalb auch eBay kann ruhig gebraucht sein. Das ist ein Herbizid. Ich werde das öffnen müssen. Was ist denn ein Herbizid? Ich kann es nicht damit öffnen, weil ich ein stumpfes Messer. Das Messer musst du schleifen. Ja, ist ja gut. Ich habe es gelesen. Ich habe es ja gelesen. Dann ist ja gut. Dass ich reiche mich mit dem Hammer auf den Sack hau und dann platzt der auf und dann. Scharfes Messer. Jetzt mach die Krähe platt. Du hast etwas gefunden. Eine scharfe Messer. Das haben wir nicht gefunden, das haben wir geschliffen. Sicherung haben wir übrigens jetzt auch. Ja. Schlitz, Schlitz. Wirklich pulverisiert, das hat sich nicht transportieren. Kannst du in die Nase reinziehen oder mit Putzlappen? Was ist ein Herbizid? Keine Ahnung. Gut. Das geht nicht rein. Das da rein. Boah. Ja, da fehlt der Schlauch. Den hast du aber auch. Also Kabel, nicht Schlauch. Die Kanal ist noch nicht vollständig. Es fehlt noch ein Rohr. Ja, dann. Fehlt noch ein Rohr. Ja, du hast so ein Rohr. Ich hab ein Rohr. Da. Aber, wo fehlt das Rohr? Bin mir ziemlich sicher, dass hier ein anderes Teil hingehört. Ein Rohr vielleicht? Nicht der Hammer. Ein Kabel. Es fehlt nur ein Rohr. Bist du mich verarschen? Ich hab doch hier ein Rohr. Eine rote Öffnung. Ja, selbst wenn ich da hingehe, dann dachte ich, brauche ein Rohr. Wenn ich das Rohr nehme. Vielleicht darf das nicht gekrümmt sein, das Rohr. Muss was zersägen. Aber du hast keine Säge mehr, ne? Aber ich habe einen Hammer. Siehste. Boah, du kannst aber gut hämmern. Da will man mal nichts kaputt machen, aber bemüht sich richtig nichts kaputt zu machen und dann macht man alles kaputt. Jetzt darfst du das doch reinstecken.
Wow. Also deine Wurzeln sind sehr... Das sind Kabel. Ja. Leitende Wurzeln. Oh, guck mal, Charlie. Was? So sehe ich gar nicht aus. Kindheitsfotos. Kindheitsfotos. Oh. So, gehen, darf ich noch nicht hingehen. Ich lass mal gucken, ob hier irgendwo... Da, Maske. Eine Maske. Maske. Fehlt. Ja, doch, ist ja schon dabei. Und ein... Nee, ich gucke ja, ich guck doch mal erst rum, ob Medaillen oder Schriftrollen oder sowas irgendwo sind. Oder Puppen. Haben wir eigentlich... Puppen, genau. Wir haben nicht schon lange keine Puppen mehr gefunden. Aber ich sehe jetzt... Es ist bei anderen Bildspielern gewohnt, dass die auch manchmal verschwinden und wieder auftauchen. Irgendwas. Ja. Länger gucken manchmal. Da ist eine Puppe drin. Okay. Ja, das ist eine Puppe, ich weiß. Okay. Aber die will er nicht. Das Ding. Das haben wir auch. Ring. Das Ding. Oben rechts an der Schatulle ist der Totenkopf. Rechts an der Schatulle. Ach ja. Da. Dann. Das Ding. Der Diamant ist ein bisschen tiefer. Da. Und da drüber ist auch der Totenkopf. Alles im Blick. Da haben wir alles im Blick hier. Jetzt fehlt dann nur noch zwei was. Was soll denn das sein? Das liegt oben. Ja, dachte ich auch gerade, ja. Ach, das war nur eins. Ja, das ist doch eins von denen hier. Ne? Sieht doch so aus. Ah. Hat es das vorhin nicht genommen? Hat es denn das vorhin nicht genommen? Geh mal weiter rechts an der Schatulle ist das zweite. Ein Stück tiefer, da wo das X jetzt ist. Ah. Da. Totenkopfscheibe. Super. Das will ich auch haben. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Das ist einfach so aus Prinzip. Einfach so aus Prinzip. Will ich auch. Ich auch einen Totenkopf. Scheibe. Scheibe. Nein, ich möchte ein Totenkopfglas. Ich weiß nicht, wie das Wasser so tief unter der Oberfläche so sauber bleiben konnte. Hä? Ging es höchstens 20 cm tief. Ja. Warum soll das nicht sauber sein? Oh, kann ich nicht benutzen. Kann ich damit den Totenkopf was sehen? Jetzt nicht gedacht. Ist doch sauber, was ist denn da? Ich kann ja mal reinpinkeln. Warum willst du das tun? Einfach so. Ein großes Stück des Schlosses fehlt. Ich komme nicht weiter, bis ich es finde. Ein großes Stück des Schlosses fehlt. Gefunden. Gelb, grün, lila, blau. Ja und? Ja. Mach mal Anweisung. Rot. Hä? Hä? Was? Habe ich jetzt nicht verstanden? Das war doch ganz einfach. Ich kann es erklären. Also oben, der Diamant hat rot geleuchtet. Das heißt, die oberen Felder mussten... Rot, das habe ich verstanden. Ja. Aber unten war doch leuchtete doch grün. Der Kopf auf der linken Seite hat gelb geleuchtet. Ach so. So hat sich das auf der anderen Seite automatisch ergeben. Okay. Schade. Ach so. Der Kinderfänger von Hamlet. Der Kinderfänger.
Der Kinderfänger von Hamlet. Der berühmtes altes Märchen. Ja. Nach den Gebrüdern Gerbi und Gerbi. Früher eine sehr beliebte Gute-Nacht-Geschichte gewesen für nicht schlafende Gehirn. Danach haben sie ganz sicher nicht geschlafen. Wie die Steine. Ja, da kommt ja nur, wenn du nicht schläfst. Ja, Glockenspiel. Kling, kling, kling. Das Spiel ist ja eh für Kinder, wie wir alle wissen. Daher haben die Entwickler die Rätsel so gestaltet, dass man maximal 5 Klicks braucht, um diese zu lösen. Ah. Das ist aber ein Horrorspiel, das ist dir klar, ne, Kalle? Das ist nicht für Kinder. Das ist Kinder. Das ist voll gruselig. Voll gruselig, ja. Und benutze. Hä? Bleibt nicht offen. Bleibt nicht offen. Steckt doch was rein. Steckt ein Messer rein. Jo. Okay, haben fertig. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich mich behaupten, da fehlen noch ein paar. Bleibt nicht offen. Doch wird mit einer Kurbel geöffnet, aber ich sehe es nicht. Eine Kurbel. Aber ich habe doch eine Kurbel. Keine Kurbel? Was ist das? Nee, das ist doch, weiß nicht, Haarspange? Keine Ahnung. Haarspange? Also da, ich möchte die Seite, da ist eine Rolle. Die Rolle haben. Benutzt. Ich habe keinen Schlüssel gesehen. Es fehlende Teile müssen sie kriegen. Ja, die fehlenden Teile haben wir aber. Hier noch schönes versteckt. Da unten. Das Schloss in dieser Truhe ist schön, aber Teile davon sind verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was das hier geben. Ja. Ah, 1, 2, 3, 4. Und noch mindestens 4 Teile. Was, nur weil du Angst hast, heißt das nicht, dass das nicht kinderfreundlich sein kann. Was? Ja, ich gebe Kalle vollkommen recht. Was kann ich mit dem komischen... Oh, das ist ein Löwenkopf. Was kann ich mit dem komischen Ding machen? Finde und bin da. Da kann ich bestimmt benutzen. Gucke hier. Hätte man als Kurbel benutzen können. Eindeutig. Ja. Man kann vieles als vieles benutzen. Ja. Könnte man. Den stecken wir da rein. Da stecken wir noch ein bisschen was rein. Sehr schön. So, und die Kurbel hier. In diesen... Sekretär, genau. Müssen erst die Kurbel ganz nach oben ziehen. Da schön sofort den Pfeil und da drücken sie dann drauf. Da war auch ein Fisch drin. Schon. Den kriege ich aber nicht. Schade. You there. Guten Abend, willkommen, lieber. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Okay, den hätten wir auch. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Brauchen wir noch einen Schlüssel. Ja, oder in der Mitte fehlt doch noch ein Kopf. Ein Kopf hätten wir, ja, aber ich... Was ist denn da unten? War das kein Kopf? Nee. Hier komme ich nicht rein, hier fehlt halt der Schlüssel. Ja, der wird wahrscheinlich da drin sein. Ich dachte, das wäre der Kopf, den du nicht mitgenommen hast. Nein. Nein? Nein. Gut. Ich will nur das haben. Hallo, ich will den komischen Plunder da haben. Wertvolle Wachs.
Da ist ein Totenkopf. Den will ich ja mitnehmen. Will aber nicht. Dann muss ich einen blöden Griff haben. Ich hätte den Totenkopf mitgenommen. Ich habe jetzt zwei. Habe ich zwei Handgriffe. Hm. Haben die gesucht? Nicht, dass ich wüsste. Also ich zumindest nicht. Aber ob du die gesucht hast, ist eine andere Frage. Ich habe die nicht gesucht. Die Tür ist mit riesigen Dornen überwachsen. Ich sollte es auf keinen Fall berühren. Warum nicht? Leere Flasche. Oh. Das ist das, nicht mit bloßen Händen anfassen. Ich könnte mich verletzen. Boah. Die ist aber ganz schön empfindlich. Ja. Ein Was soll das sein? Ein Sprubru. Ein Sprubru. Okay. Ein Sprubru. Ich beginne zu glauben, dass die Vögel mich irgendwie. Der guckt die ganze Zeit auf den Schädel, weil er Angst hat, dass er hochspringt. Man doch eindeutig. Wenn man die Blickrichtung beobachtet. Ja. Wir haben immer noch das. Oh, das letzte Stück, die zwei Handgriffe, leere Flasche, eine Schaufel und eine Spraypumpe. Okay. Hm. Okay. Kann ich hier mit der Spraypumpe alles rauspumpen? Ich werde das überdenken. Die Schaufel kann ich mir schon denken, wo wir die brauchen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja. Ja, genau, dieses Herbizid. Ich hoffe mit Herbizid. Das haben wir. Das kennen wir schon. So, wenn ich das Herbizid jetzt hier reinschütte. Tja, ist das Wasser nicht mehr sauber. Ist so schön. Da hat er eh gesagt, es ist dreckig. Kann ich jetzt was rausholen? Jetzt kann ich was rausholen. Vorhin, wo es sauber war, konnte ich noch nichts rausholen. Okay. Flasche mit Herbizid. Kannst du da das Pumpding draufdrehen? Ja. Pumpding drauf machen, genau. Und jetzt kannst du das an die Dornen sprühen und die Dornen. Kann ich die Dornen. Gehen kaputt! Durch drei Sprüher! Gehen die sofort ein. Ja. Für was habe ich aber jetzt die Griffe? Vielleicht für die Tür? Ja, tatsächlich. Da. Was die richtige Sequenz? Die richtige Sequenz. Was für eine Sequenz? Die. Fertig. Nein. Wohl doch nicht. Ist das wirklich Try and Error oder? Und noch eins. Was ist das denn für ein Schrott? Oder? Das ist einfach nur rumprobieren. Du hast ja keinen Hinweis an nichts gehabt, also das willst du nicht machen. Ja, das war da ist ihnen nichts mehr eingefallen, ne? Ja, moin. Das war gruselig. Puppe. Fliehe aus dem Gefängnis. Tja, jetzt hat die blöde Perle uns doch tatsächlich eingesperrt. Boah. Oh, guck mal, eine schöne Spinne. Der Schlüssel ist da oben, ich kann ihn nicht, sobald ich den Weg, was ich kann, ihn nehmen, sobald ich den Weg finde, die Spinne zu verscheuchen. Lassen mit Kusch.
drauf treten. Gruselig, ja, ja. Ja, hab ich mir auch ja Kalle hat auch, der Satz, der kam sehr spät, der musste sich auch erst wieder beruhigen und jetzt tut er so, als ob er total cool war. Der saß nämlich da auch so. So saß der da. Okay. Ja. Ja, nee, ist klar. Okay. Ja. Putsch, putsch, putsch. Fertig. Ein Federflakon. Krass, und dann durftest du das trotzdem schon mischen? Ja, ich bin auch sehr überrascht über mich selber gerade. Ja. Das Spiel hat wirklich sehr starkes Vertrauen in mir. Ja. Echt krass. Ich muss einfach die Flasche wieder reinschütten. Ja gut, ich habe jetzt schon was gefunden für die Spinne. Wir nehmen einfach das kleine Stückchen. Voll mit so einem Riesenast, so ein kleines Dingelchen. Wir hütten vorne nicht, was los ist. Oh, scheiße, jetzt kommt er mit einem Baum um die Ecke. Ja, so mache ich das auch immer. Spinnen, rupfe ich erstmal einen Baum raus. Aus dem Garten, Baum absägen. Dann ist der Baum aufgeschleppt. Und dann die Spinne weg. Scheiße. Oh, so. Hi. Wer ist er? Schieß, schieß. Guck mal, dem Körper schießen. Wer ist er? Oh nein, oh nein, Arthur, was ist mit dir passiert? Totengräber. Arthus? Ist das der, was? Ja, Arthur. Oder einer von den Tafelrunde, oder? Arthus, das war einer der Musketiere. So, wie ist denn da mit der Tafelrunde? Ja, ich muss das reden. Oh, I followed the goblins when they brought this poor man here. It's truly unfortunate what happened to him. Don't worry, I'm a demon hunter. I'm on your side. You are Don't a demon worry. Hunter too. Be happy. What? I was sent here by the order to check out the situation. The events here are obviously the work of a demon. What do you mean you've never heard of the order? Well, when this case is over, I will tell you everything about it. Yeah, I've seen a little girl being taken away towards the castle. Here, take my weapon. Don't worry about me. I'll have to take care of myself. I will join you once I've dealt with the situation here. Jetzt kriegen wir Waffen. Waffen. Ah, ist aber ein schöner Van Helsing. Ich kann mich schon wehren. Hat hinten noch inne. Die nehmen auch gleich. Aber hier genau. Arthur, Arthurs Gedönse war doch auch Ritter der Tafelrunde, oder nicht? Sag ich doch, hast du gesagt nein. Weiß ich nicht, waren die Musketiere Ritter der Tafelrunde? Die waren ja keine Ritter. Oder?